Guten Abend, meine Süßen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt die Woche soweit ganz gut überstanden. Jetzt habt ihr bestimmt oder der eine oder andere bestimmt auch ein Ende frei. Und ja, ich habe jetzt seit heute Abend Urlaub und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch den zweiten Teil meines Koffers zeige. Ich hatte euch Gitarre, was habe ich in meiner Kosmetiktasche gezeigt und jetzt möchte ich euch einfach quasi Stück für Stück meinen Koffer zeigen. Nur halt ganz grob, so ein Überblick. Und ich habe ja noch meinen Rucksack. Und ja, was mit dem Koffer angeht, das werde ich jetzt gleich so machen, dass ich die Kamera so ein bisschen so filme. Es kann aber sein, dass es ein bisschen wackelig ist. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich dachte mir, ich drehe das jetzt, weil ich mich jetzt gleich auch nochmal frisch machen wollte, ein bisschen gleich noch mich ausruhen wollte. Und ja, genau. So, ich fange jetzt einfach mal direkt an mit unserem Rucksack. Ich habe diesen Rucksack hier ausgesucht. Ja, den habe ich ja zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Schwester. Und den nehme ich jetzt mit. Erstes Mal, weil er auch schick ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Ausflüge bin oder im Restaurant, kann man den ja auch ruhig mehr mitnehmen. Und dann habe ich noch eine andere Tasche, zeige ich euch dann. So, da fangen wir jetzt einfach mal an. Und den kann man auch, wenn man das zusammenschnürt, auch so mitnehmen. Ne? Genau, ich habe mitgenommen. Natürlich darf bei einer Reise nicht fehlen 2 Portemonnaies. Eins, was man so mitnimmt in die Handtasche und eins halt, um es zu wechseln, ne, für bestimmte Sachen. Dann auch noch wichtige Papiere drin, also nicht alles, sondern wichtige andere Papiere, Kontokarte, Krankenkasse, dann habe ich ja noch einen Ausweis zur Beatmung, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder irgendwas, dass man weiß, wie man mich beatmet zum Beispiel und so weiter, ne. Das ist dann das. Dann habe ich hier noch mein Wechselband für den Tracker. Genau. Weil ich nehme nur den Tracker mit, alles andere bleibt hier. Weil ich möchte auch im Urlaub wissen, wie viele Schritte und sowas alles. Dann habe ich hier, ich habe hier euch die Kosmetiktasche und Pflegetasche gezeigt. Ich habe ein bisschen umgepackt seitdem. Habe jetzt da die Toilettentücher drin, wenn ich jetzt bei der Pause mal auf Toilette muss, dann habe ich das dabei. Die Pinseltasche habe ich jetzt einfach hier reingetan. Dann habe ich Hörgerätebatterien hier drin. Noch die alten. Ich habe nämlich 2 Pakete leer gemacht und den Rest hier rein. Dann habe ich ganz ein bisschen Elektronik mit dabei. Einmal Kabel für mein Nintendo DS plus Ladestation. So, ne, das dadurch den Nintendo DS rein. Dann Akkuladegerät. Ganz, 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 ganz wichtig. Dann habe ich die Mappe, wo mein Nintendo DS drin ist, mit ein paar Spiele, wenn ich jetzt auf der Autofahrt Langeweile habe, spiele ich damit. Oder wenn ich dann im Zimmer bin oder unten bei meinen Eltern und Nachbarsfreunden im Wohnzimmer und ich möchte da nicht wirklich Fernsehen gucken, aber dabei sitzen, kann ich das mitnehmen. Mobiles Ladegerät für unterwegs. Dann nochmal die restlichen Spiele von meinem normalen Nintendo DS, was man aber auf dem DS auch spielen kann. So. Das ist genauso wie bei meiner Kosmetik- und Pflegetasche. Ich habe immer mal alles dabei. E-Book für unterwegs oder im Gästezimmer. Meine Schatulle für die Hörgeräte, wenn ich jetzt, das kann ich jetzt zum Beispiel nehmen für ans Bett und das da einfach reinlegen.
Dann Kamera. Da habe ich auch die, habe ich frische Batterien drin. Und Speicherkarte, die Größe, die ich ja hier habe. Und wie gesagt, dann auch die Kamera, die ich, damit ich ein paar Fotografien machen kann. Und nein, ich mache keine Vlogs und so oder Follow-Me's da im Urlaub. Ich werde euch dann einen Vlog erzählen, sobald ich wieder da bin. So, also Kamera. Und sonst habe ich nichts. Aber ich glaube, im Seitenfach habe ich noch was drin. Ja, genau. Hier noch die ganz frischen Hörgerätebatterien. Ich nehme lieber immer eine zusätzlich mit, wenn jetzt zum Beispiel davon mal eins kaputt geht oder schneller leer geht. Man weiß ja nie. So, und die tue ich jetzt einfach hier rein. Im Seitenfach. So, und das war's dann. Das ist jetzt so der mein Rucksack. Ich glaube, das wird der schnellste, was habe ich im Koffer drin, Video überhaupt, glaube ich. So, Pinseltasche kommt nach unten. Kamera. Dann mein Nintendo DS einfach. Jetzt dabei. Dann Ladekabel. Und nochmal Ladekabel und feuchte Toilettentücher und Nintendo DS und Mappe und das. Und ich habe, glaube ich, ich habe auch noch was anderes noch in der anderen Handtasche reingetan, weil ich den ja hier nicht brauche. Das zeige ich euch aber nach und nach. Also, okay. So, und ich werde euch jetzt einfach mal umdrehen und dann seht ihr das ganze Ausmaß im Koffer. So, meine Lieben, das hier ist mein Koffer. Ja, das sind die Hausschuhe, die gehören eigentlich nicht ins Bild, aber das ist mein Koffer. Genau, das ist derselbe Koffer wie schon mal, das hatte ich von Kick. Und wir machen das jetzt einmal auf. Ich zeige euch aber nur überblickmäßig, was da jetzt für Sachen sind. So, hier in dem oberen Bereich, hier am Reißverschluss, ist eine Handtasche mit drin. Kleinen Moment. Kleinen Moment, ihr Lieben. Ich stelle euch einfach mal eben kurz zur Seite. Weil irgendwas klemmt hier gerade. So, jetzt habe ich es. So. Jetzt kommen wir, also das ist jetzt hier meine Handtasche, die kleine. Und darin habe ich nur so meine Sonnenbrille mit drin. Wenn mal da schönes Wetter ist, dann habe ich die dann mal da. So, dann habe ich darin, seht ihr das? Da habe ich noch vergessen, euch zu zeigen, da ist jetzt eine Schatulle mit Schmuck. Ich habe jetzt die Telefonhaarbänder einfach als Verschluss genommen. Dann habe ich hier noch Schals. Ne? Also Schals, wenn ich möchte. Für alle Fälle. Dann habe ich hier einmal eine Tüte für Kosmetik aufgebrauchte Produkte. Und noch eine Tüte für Wäsche. Und das war's dann. Also ich packe jetzt nicht alles so weit raus. Ich habe das nämlich so schön einsortiert. Das ist jetzt nur das, was da oben ist. Ich mache euch wieder einmal runter. So. Genau. So. Machen wir das wieder.
So, dann habt ihr hier wahrscheinlich schon im Überblick gesehen, ja, es ist voll. Ist aber leider so, weil man nie weiß, was gibt es für ein Wetter. Also ich habe hier Kleider drin, ich habe hier ganz verschiedene Hosen, Jeanshosen, ja, Jumpsuits, kurze, darunter sind dann die ganzen Kosmetiktaschen, links, rechts, oben, unten. Dann habe ich hier noch so eine grüne Jacke. Da sind hier zum Beispiel Jeans und Jeans-Leggings und kurze Leggings und ja, ganz verschiedene. Dann hier blitzt dann der nächste Kosmetikbeutel oder Pflegebeutel. Hier sind dann auch noch Blusen, leichte sowie etwas wärmere. Dann noch so Tunikas. Noch meine Jeans, also eigentlich alle Jeans, die ich gezeigt habe. Ne? Genau. Dann halt eben, was man braucht, ne? Ich schäme mich nicht, also Unterwäsche drinne in verschiedenen Varianten. Einlagen habe ich. Genau. Eigentlich kann ich euch da nicht viel zeigen, es ist so voll, beziehungsweise wenn ich alles auspacke, dann muss ich alles wieder richtig reintun. Also da sind verschiedene, wie gesagt, Sachen drin, von lang bis kurz, von etwas dick bis dünner und ja, genau. Also hier ist dann, wie gesagt, auch Kosmetikbeutel oder Pflegebeutel, hinten ist eins und irgendwo oben müsste noch eins sein. Und ja, ich würde mal sagen, das war so der Überblick und ja, ich werde mich jetzt einfach mal umdrehen, dass ich dann nicht nochmal schneiden muss. Moment. So, genau. Ja, das ist jetzt der Überblick. Ich kann euch nicht ganz so viel, wie gesagt, zeigen, weil es sehr voll ist. Und wie gesagt, ja, es ist sehr viel, aber wir sind 10 Tage weg. Und man weiß nie, was dann da für ein Wetter kommt. Wir haben jetzt das Wetterbericht gesehen, wo es kühler ist, wo es wärmer ist und nass und kalt. Und wie gesagt, das weiß man nie. Und ja, wenn ich dann halt schmutzige Wäsche habe oder so, dann kann man es sowieso in die Wäschetüte tun und dann wird es ja etwas leerer, ne? Dann ist das dann nicht so schlimm. Genau. Ja, das war eigentlich so mein Kofferüberblick und mein Rucksack. Jetzt machen wir das Ganze zu. So gut es geht natürlich. Und ich werde das jetzt gleich runterbringen in den Flur. So, ich habe jetzt doch, glaube ich, geschnitten, wie ihr gemerkt habt. Ich habe jetzt den Koffer zu. Und ja, wie gesagt, es ist schwierig, es ist aber machbar, das alles eventuell zu nutzen. Und wie gesagt, ich kann euch nicht viel davon zeigen. Ne, weil wenn ich auspacke und mit einpacke, sieht das dann blöd aus, ne, und knubbelt alles. Ich werde das jetzt runterbringen in den Flur, weil wir ja bald losdüsen. Ja, und das nächste Video wird sein das Urlaubsvlog, wenn ich wiederkomme danach. Und ja, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne auf Instagram einfach kontaktieren. Ich habe da eine Direktnachricht im Chat. Wenn ihr mit mir gerne quatschen wollt, gerne. Und ihr kommentiert mir fleißig. Ich meine, ich habe da Internet. So, jetzt war die Speicherkarte voll. Also, wie gesagt, ich werde das jetzt gleich runterbringen und jetzt auch bald meinen Urlaub genießen. Das nächste Video wird, wie gesagt, sein das Urlaubsvlog. Da werde ich euch erzählen, wo ich war, was ich gemacht habe. Vielleicht habe ich auch was geshoppt. Und ja, und das, was ihr hinter mir seht, das werde ich morgen dann anziehen. 3/4 Jeans und ein T-Shirt. Und genau. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Man sieht sich dann im nächsten Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.